Ayrton, ich finde, dass du überreagierst. Oh nein, Bernie, du unterreagierst. Das sind die Genies der amerikanischen Musikszene. Ich kann doch nicht vor diesen Giganten auftreten. Okay, okay. Dann sagen wir Doug, er soll den Leuten die Tickets erstatten. Und alle gehen brav wieder nach Hause. Wo steckt der? Und Ray, er ist da drin. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Dick hat eine Menge Kohle für deinen Flug bezahlt. Du gehst jetzt heraus und spielst, du kleines Arschloch. Dann mal los. Und nun, Ladies and Gentlemen, ein kommender Star des Rock'n'Roll. Bitte begrüßt mit mir aus London, England, Elton John! Much fun holding hands and skimming out stones. Had no girl Chevy and a place of my own. Vor mir und musste sie nur noch aufschreiben. It's a little bit funny, this feeling inside. Wie war der Name nochmal? Mein Name ist Reggie! Reginald Dwight? Reginald, so heißt mein Großvater. Wie wird aus einem kleinen, dicken Jungen ein Rockstar? Du musst den, als der du geboren wurdest, umbringen, damit du zu der Person werden kannst, die du sein willst. Ich überlege, meinen Namen zu ändern in Ayrton. Das ist mein Name. Ja, ich weiß. Du könntest der erfolgreichste Künstler Amerikas werden, wenn du das willst. Du musst den Leuten endlich mal auffallen. Kauf dir irgendwas, was glitzert. Kannst du in den Dingern noch Klavier spielen? Zeig ihnen, wer du bist. Und bitte,
Nimm nur keine Überdosis. Wie fühlt es sich an, ein Star zu sein? Sowas hält nie lange an. Genießen wir es, bevor es vorbei ist. Wenn rauskommt, dass wir ein Bett teilen, dann war's das hier. Ich hoffe nur, dir ist klar, dass das ein Leben in Einsamkeit bedeutet. Kannst du nicht einfach nur singen, ohne den ganzen albernen Glitzerkram? Die Leute bezahlen nicht dafür, Ratched White zu sehen. Sie bezahlen, weil sie Elton John sehen wollen. Entschuldige. Ist dir völlig egal, unter welchem Druck ich stehe? Eigentlich schon. Ich kassiere auch da noch meine 20%, wenn du dich längst umgebracht hast. Vielleicht hätte ich unauffälliger sein sollen. Du warst nie unauffällig. Du bist so ein schüchterner kleiner Junge gewesen. Und sieh dich jetzt an.